Herzlich willkommen zu einem weiteren C64er Klassiker in unserer Retro-Runde Epics, bekannt von den Games-Spielen. Hier Jumpman, und zwar die Originalversion, nicht Junior. Ja, jetzt schauen wir uns jetzt mal das schöne Intro an. Was passiert denn, was im Jahre 83 von Epics programmiert wurde? Übrigens hier auch direkt die Adresse, damit man da direkt einen schönen Brief hinschreiben kann, wenn einem etwas nicht gefällt oder einen, ja, Patch anfordern kann. Lach, 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 lach. Das gab es damals eigentlich so gut wie noch nie. In der Regel waren die Spiele auch wohl gut programmiert und gut mit einer Qualitätssicherung, ja, versehen. So, Jumpman. Das ist dieser... da wollte er nicht. Na, also jetzt bitte. So, dann sehen wir direkt mal die Physik und die schöne Animation hier von Randy Glover, Jumpman, der Plattform-Klassiker auf dem C64, zumindest in meinen Augen. Und auch, man höre und staune. Achso, das ist eine Demo. Gut, hier könnt ihr mal sehen, was man so alles machen kann in einem schönen Spiel. Ja, wie gesagt, auch, man höre und staune, eins meiner ersten Spiele, ebenfalls auf Kassette. Das war der, ja, das war eigentlich der Genickschuss sozusagen. Also die Ladezeiten waren echt unglaublich. Die waren unterirdisch. So, Jumpman Game Options. Wir haben drei Level-Pakete. Beginner, Intermediate und Advanced. Wir haben den Grand Loop. Das bedeutet, wir spielen alle drei, ja, Level-Pakete hintereinander. Und den Randomizer. Da werden aus allen Levels einfach mal so, ja, per Zufall ausgewählt. Ja, wir werden dieses Spiel wahrscheinlich in drei Teile spielen. Einmal das gesamte Beginner-Level, dann das Intermediate-Level und das Advanced-Level. Ich habe mir erlaubt, die 7 Jumpman, die man zu Beginn hat, mal einfach einzufrieren, denn ich möchte nochmal ganz gerne die ganzen Levels sehen und diese natürlich auch gerne zeigen. So, ja, Beginner, das, wie gesagt, bedeutet, dass wir die anfänglichen Level-Pakete haben. Wir haben einen Spieler. Und das erste ist direkt schon Easy Does It. Das heißt, wir lernen hier erstmal den Jumpman kennen. Ach, jetzt habe ich die Geschwindigkeit, glaube ich, ein bisschen falsch eingestellt. Der sollte eigentlich ein bisschen schneller gehen. Naja, aber das geht auch noch gerade so. So, wie gesagt, der Klassiker unter den Arcade-Spielen, den Plattformern. Wir spielen diesen, ja, bezaubernden Typ in der Trainingshose. Wir müssten die Kisten einsammeln. Oh Gott, die Geschichte weiß ich gar nicht mehr. Waren das Außerirdische? In der Regel sind es Außerirdische. Wir müssen diese geheimnisvollen Kisten einsammeln. Da sind irgendwelche Schätze drin. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Und mit diesem Sprung beenden wir Level 1. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich Robots 1, jetzt mache ich mal Speed 4, ob das ein bisschen flotter ist oder ob das noch langsamer ist. Oh nein, ist ja noch langsamer. Ach, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, wir müssen diese geheimnisvollen Kisten einsammeln und haben immer in jedem Level mindestens einen Gegner oder Gegnertyp. Und es gibt natürlich auch eigentlich eine richtige, Anführungszeichen, richtige Reihenfolge. Genau, das ist jetzt erstmal der Tod. Dann gehe ich mal auf Run Speed 2, mal gucken, ob das ein bisschen flotter ist. Naja, das ist ein bisschen zu flott, also bleiben wir bei 3. Naja, immerhin. Ja, wie gesagt, nein! Also die eine Richtung geht, die andere nicht. Ja, was ich sagen wollte, es gibt eigentlich auch wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, es gibt sicherlich... Achso, Run Speed 3, Moment. So. Ich muss doch nochmal... Ich weiß nicht, ich glaube, in jedem Video sage ich, dass ich mal meinen Competition-USB da auspacken möchte. Das sollte ich vielleicht mal bei der nächsten Level-Pakete auch machen. So, jetzt zum dritten Mal beginnen wir bei Bombs Away. Das ist ein cooles Level, da kann man so ein bisschen
die Nervenstärke zeigen, indem man einfach die Augen zumacht und rennt und sich gar nicht auf die Bomben konzentriert. Leider gibt es hier kein Level- oder Map-Maker. Das wäre echt cool gewesen, seine eigenen Levels zu basteln. Aber ich glaube, er hat einfach viel zu viel programmiert, dass man das einfach so als Standard Level Creator benutzen könnte. So, ich war eben davon abgekommen zu sagen, dass es sicherlich pro Level eine optimale. Hör, sind die Bomben schon leer? Oh. Also, oh. Ja, man sollte nicht den Mund zu früh aufmachen. Nee. Geschafft. Ja. Bonus 500. Wir waren nicht sehr, sehr schnell, aber immerhin. So, jetzt möchte ich endlich mal Jumping Blocks. Oh, das ist ein cooles, das ist ein cooler Gegner. Wenn uns die Blöcke erwischen, dann springen wir irgendwo hin. Und wenn wir Pech haben, springen wir einfach in den Abgrund. Aber nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Ich habe keine Ahnung, was die optimalste Reihenfolge ist. Oh, Glück gehabt. Die Levels oder diese Kisten. So, jetzt habt ihr gesehen, ne? Wenn der Block mich berührt, dann springe ich irgendwo hin. Deswegen immer sich nach Möglichkeiten in der Mitte aufhalten. So, zum letzten Mal. Die optimale Reihenfolge kenne ich leider nicht. Von daher werden wir wahrscheinlich ein paar Mal echt unser Spaß haben. So, noch zwei Kisten sind einzusammeln. Und fürs nächste Level-Paket, also Intermediate, Vampire, oh, das ist mein Lieblingslevel, werde ich nochmal die Anleitung lesen und ja, gucken, was es genau mit diesen Kisten auf sich hat. Ich weiß, nach jedem dritten Kasten. Oh nein, jetzt bin ich da dran gekommen. Ich, Heini. Oh ja, genau. Bleib da genau stehen. Ah, das ist ja verrückt. Das war manchmal echt unfair früher. Ich tauche nämlich genau da auf, wo der Vampir ist. Naja, immerhin. Geklappt. Was wollte ich sagen? Nach jedem dritten eingesammelten Mist. Eingesammelter Kiste wird ein weiterer Vampir zum Leben erweckt. Ja, so ist es. So, ach, ich nehme erstmal hier den hier oben. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Tja, 20 Jahre Jumpman-Erfahrung. Oder so, mittlerweile eigentlich schon, kann man schon fast sagen, 30, ne? Aber trotzdem, das geht besser. 500 Bonus. Naja, wie gesagt, Invasion. Oh, das ist ein Bonus-Level. Aber es geht mir eigentlich nur darum, es auch euch nochmal zu zeigen. Und letztendlich nochmal ein bisschen Spaß zu haben, die Levels durchzuspielen. Wenn ich wirklich ernsthaft hier auf Punkte aus wäre, dann würde ich vielleicht eher mal auch die Jumpman-Zahl nicht auf 7 zu fixieren. So, wie gesagt, das ist ein Bonus-Level meines Erachtens, also denn ansonsten würde ich mir das nicht erklären können. Wir können hier ganz viele UFOs abschießen. Ganz viele UFOs abschießen und dann Punkte bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel haben wir denn? Es gibt 50 Punkte. Ach nee, da ist noch einer. Dann gibt es wahrscheinlich 25 Punkte pro abgeschossenem UFO. Oder, also ich sag jetzt einfach mal, dass das ein UFO ist. Ich weiß gar nicht genau. So, wir haben, mal gucken, ob wir den kriegen. Ja, es gibt 25 Punkte pro abgeschossenem UFO. Gut, wir haben genügend Leben, deswegen
beenden wir das mal, weil das wird ja auch sonst zu langweilig. So, Grand Puzzle One, das finde ich ganz hervorragend. Es gibt pro Level-Paket gibt es ein sogenanntes Grand Puzzle. Das heißt, wir haben, ja, wie der Name schon sagt, die Herausforderung zu finden, welche der Kisten mit einem sogenannten Puzzlestück verbunden sind, um an einen bestimmten Bonusschatz oder Bonuskiste zu kommen. In diesem Falle besteht die Aufgabe daran, die richtigen Kisten auszusuchen, damit wir ein... Ich muss mich echt konzentrieren, der Gegner... Na. Nein, jetzt habe ich mich hier. So, ein paar Kisten, wie gesagt, haben ein Leiterstück. Und wenn ich die Leiter... Kurz warten, weil der kann mich noch aus dem Versteck herausschießen. Wenn ich alle Leiterpuzzlestücke eingesammelt habe, dann kann ich ganz nach oben. Nein! Ach, Gott sei Dank. Nein! Frechheit. Dann komme ich nämlich an diese... Ah, das musste das jetzt noch sein. Nicht einsammeln, Gott sei Dank. Dann komme ich mich noch an die Bonuskisten da oben ran. Es gibt nämlich 500 Punkte. Der Gegner ist manchmal verdammt frech. Und vor allen Dingen ist es teilweise echt schlecht, in Anführungszeichen, programmiert. Denn... Oh nein, jetzt habe ich das kaputt gemacht, ich Heini. So, seht ihr? Das gibt nämlich 500 Punkte. Yeah, yeah, yeah. Und man muss halt nicht mehr alle Kisten einsammeln, sondern halt ein Feld abbauen. Das war das Grand Puzzle 1, also wirklich der... Ja... Das Rätsel in dem Plattformspiel. Das ist auch ein Grund, warum das Ganze so abwechslungsreich ist. Dieses Level heißt Bilder. Das heißt, wir müssen erstmal eine bestimmte... Das gibt's doch gar nicht, dieser Frechdachs hier. Eine bestimmte Anzahl von Kisten einsammeln, die etwas bewirken. Und zwar nämlich die Freischaltung der einzelnen... Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich aber nicht mal konzentriert hier. Ja, ist ja schon Level 8, ne? So. Einige Levels, muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch teilweise unfair, weil je nachdem, hab's ja bei den Vampiren gesehen, wenn der Vampir genau da stehen bleibt, wo Jumpman sich quasi ja wiederbelebt und reanimiert, dann ist man direkt tot und hat also gar keine Möglichkeit, sich vor den Gefahren zu schützen. Randy Glover, also der Schöpfer von Jumpman, also der hat sich echt Mühe gegeben. Es gibt einen Haufen an unterschiedlichen Levels, also es taucht nie Langeweile auf. Ah, die Leiter, ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt noch. Nein, ich bin stecken geblieben, ich habe mich an der Leiter. Naja, gut. Noch 500 Bonus, also es ist echt schlecht. So. Ah, so weit hätten wir gar nicht nach unten gemusst. So. 300 Bonus und wir haben Level 18 gemeistert. Das war Bilder. Ihr habt es ja gesehen, es fehlten einige Plattformer. Und ja. Each Jumpman gibt es nochmal 100 Bonuspunkte. Wir hatten ja, glaube ich, 8 Stück. Also da haben wir noch einen dazu gewonnen. Von den ursprünglichen 7. Ja, das war Mission 1 completed. Unsere Jumpman-Rakete bringt unseren guten Jumpman
Ja, zur Basis zurück. 14.300 Punkte. Wir haben, wie gesagt, Level 1 gemeistert oder das Levelpaket 1 gemeistert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der speichert das gar nicht ab. Ich hoffe, ich habe das, glaube ich, ich habe, glaube ich, einen Schreibschutz drauf. Ja, 14.300 Punkte. High-Bonus. Ah, ich glaube, das ist der, wie viele Bonuspunkte ich insgesamt gesammelt habe. Ja, das war das Beginner-Level-Paket von Jumpman. Im nächsten Video gibt es Intermediate und dann das Advanced-Levels. Ich hoffe, dass ich die nicht nochmal aufteilen muss. Wenn ich mich zu doof anstelle, wahrscheinlich schon. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich gucke mal, dass ich die Anleitung finde oder mal reinschaue, was es sich mit den Kisten auf sich hat. Ich meine, irgendetwas Außerirdisches, die werden oder wurden irgendwie dagelassen und die müssen zurückgebracht werden. Ich kann mich nicht mehr so ganz gut erinnern, aber ich hoffe es zum nächsten Paket wieder. So, ja, das war wieder eine Runde Retro C64 und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.